Melanie Rusche weiß schon jetzt, dass es eng werden wird im Alter. Wenn sie so weiterarbeitet wie bisher, wird sie lediglich 767,50 Euro Rente bekommen, also etwa 200 Euro unter der Armutsgrenze liegen. Der Grund: die gelernte Bürokauffrau ist Alleinerziehende und konnte seit der Geburt ihres Sohnes nur in Teilzeit oder schlecht bezahlten Jobs arbeiten. Sie gehört damit zu der Gruppe, die laut der neuen Studie direkt auf die Altersarmut zusteuert. Alleine das zu erwirtschaften, was mir eine vernünftige Rente sichert, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. So wie ihr dürfte es künftig immer mehr Menschen gehen. Laut der Studie wird der Anteil der Rentner, die von Altersarmut bedroht sind, in den kommenden Jahren von 5,4 auf 7% steigen. Am wenigsten von dieser Entwicklung betroffen Menschen mit einem höheren Bildungsabschluss. Auf Grundsicherung angewiesen werden fast 28% der alleinstehenden Frauen sein. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat an der Studie mitgearbeitet und stuft auch Langzeitarbeitslose und Niedrigqualifizierte als gefährdet ein. Also der Staat könnte in der Rentenphase eben helfen, diesen Gruppen eine höhere Rente auszubezahlen. Das wäre beispielsweise möglich durch eine Anhebung der Grundsicherung im Alter oder durch eine Einführung einer Mindestrente. Reformen des Rentensystems, so die Experten, müssten stärker auf die Risikogruppen, also auch auf Frauen wie Melanie Rusche, ausgerichtet sein.